Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video hier wird voraussichtlich auch auf der Webseite, also meiner Webseite, unserer Webseite, konterholz.de sein. Das bedeutet, falls du mich noch nicht kennst, weil du jetzt hier auf der Webseite vielleicht über eine Anzeige oder gelangt bist, dann darf ich dich erstmal recht herzlich willkommen heißen. Ich werde im heutigen Video zeigen, wie ich diese Frühstücksbrettchen fertige, was alles so dazugehört. Und falls du diese Videoreihe bereits kennst, wird es interessant sein, denn ich werde so ein bisschen zeigen, was sich in den ganzen Monaten jetzt verändert hat. Und falls du den Kanal oder dieses Produkt hier noch nicht kennst, dann wirst du jetzt auch sehen, wie das halt eben hergestellt wird. Angefangen hat alles mit hier diesen individualisierbaren Frühstücksbrettchen. Das hier ist jetzt Buchen- und Eichenholz. Die kann man personalisieren. Da gibt es zwei Holzvarianten als Brettchen. Das ist jetzt einmal Buchen und Eichen, wie gesagt. Und dann gibt es noch einmal Buchenholz. Eichenholz gibt es übrigens nicht mehr im Online-Shop. Das werde ich vielleicht irgendwann mal in einem Video erklären. Aber aus hier diesen Frühstücksbrettchen sind weitere Bretter oder Schneidebretter entstanden. Ich habe hinten einen tollen Hordenwagen gebaut. Da kann ich mal gerade zeigen, was derzeit fertig getrocknet ist. Mir persönlich gefällt ja Sippo immer noch sehr, sehr gut. Das ist Sippo-Holz als Stirnholz-Variante. Das bedeutet, die Maserung steht halt quasi senkrecht nach oben. Man schneidet im Stirnholz. Ist sehr, sehr gut für die Messer. Die Schneidebretter hier, die halten Jahre, weil halt eben das Ganze sehr stabil ist und sehr widerstandsfähig gegen die Messerschneide. Dann haben wir natürlich auch Eichenholz im Programm, im Repertoire. Gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Leider ist das Eichenholz tatsächlich mittlerweile mit am teuersten. Deswegen sind auch einfach die Eichenstirnholzbretter am teuersten, weil das Material teurer ist. Und dann haben wir hier jetzt gerade im Regal noch deutsche Wildkirsche. Ist auch eine feine Sache. Genau, darüber hinaus haben wir aber noch ein paar andere Schneidebretter, wie zum Beispiel amerikanische Kirsche und Eichenholz. Aber darum soll es heute gar nicht so genau gehen. Eine Änderung, die es mir speziell heute sehr, sehr gut ermöglichen wird, diese Frühstücksbrettchen sehr gut herstellen zu können, ist hier das. Und zwar sind das zum einen die Rohrschraubzwingen, auch von mir, von meiner Webseite, von konterholz.de. Da habe ich jetzt hier einige, damit ich auch viele Schneidebretter direkt hintereinander verleimen kann. Das hier sind die 800 mm Rohrschraubzwingen und hinten steht noch ein Karren mit 600 mm Rohrschraubzwingen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ganz am Anfang habe ich das angesprochen. Wenn ich davon mehr machen muss oder mehr machen möchte, mehr machen werde, werde ich verschiedene Dinge verbessern. Und da habe ich auch das Thema Phasenschleifen angesprochen. Das ist daraus entstanden, eine Phasenschleifvorrichtung. Werdet ihr heute sehen, wenn wir die Frühstücksbrettchen phasen. Das ist eine enorme Zeitersparnis. Die Pendelsäge ist dazugekommen, werden wir auch gleich mit anfangen, wenn wir das Material zuschneiden. Das war auch noch eine Neuerung, die halt diesen ganzen Arbeitsprozess ein gutes Stück einfacher macht. Und jetzt ist noch eine Sache, die ist noch nicht fertig, die werde ich euch jetzt aber zeigen. Das heißt, wenn euch so Themen interessieren, wie diese Maschinen, Vorrichtungen, gerade jetzt für so Phasen zu schleifen und generell, wenn es euch interessiert, wie das mit den Schneidebrettern in Zukunft weitergeht, dann kann ich euch jetzt was zeigen, was es auch in den nächsten Videos dann endlich hoffentlich fertig zu sehen geben wird. Und zwar ist das meine Tischfräse. Eine kleine, aber feine Tischfräse. Die hat sogar hinten noch ein Schlitzaggregat. Das bedeutet, die kann man auch als Tischreissäge tatsächlich einsetzen. Ich plane damit aber nicht einmal so viel zu fräsen, sondern eher zu schleifen. Da hatte ich mir überlegt, so eine coole Vorrichtung zu bauen, dass man die Kanten mit Vorschub schleifen kann. Wie gesagt, wenn dich solche Themen interessiert, abonniere am besten den Kanal. Das sollte mal so eine kleine Zusammenfassung sein, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Und genau, jetzt werden wir mit dem Projekt anfangen, mit dem auch das komplette große Projekt angefangen hat, und zwar Schneidebretter herstellen.
Teile sind jetzt fertig gehobelt, jetzt geht es eigentlich ans Verleimen. Hier eine kleine Info, ich habe eben vergessen, die Aufnahme zu starten, als ich die Teile auf Dicke gehobelt habe. Denn ich habe gerade in der Zeit dann ein Reel für Instagram gerade gefilmt. Und das bedeutet, wenn ihr auch mal hinter den Kulissen dabei sein wollt, bevor die Videos hier ein paar Wochen oder Monate später online gehen, könnt ihr mal gerne auf Instagram folgen. Da zeige ich sehr, sehr viel, wie gesagt, hinter den Kulissen. Und genau, wir haben jetzt hier viele, viele Eschenstreifen und Buchenstreifen. Und die Besonderheit heute ist, dass wir die Teile länger hergestellt haben. Das war aus jedem verleimten Brett später zwei Stirnholz, zwei Frühstücksbretter rausbekommen. Das ist dann einfach ein bisschen einfacher beim Verleimen. Ich habe das Ganze ausprobiert, auch dass man immer jeweils ein kurzes Brett herstellt. Das ist auch okay, aber so ist es auch ein bisschen einfacher, dann direkt ein paar mehr herzustellen. Das bedeutet, dass wir jetzt zur nächsten Verbesserung kommen von dem Start dieses Projektes. Und zwar können wir direkt diese ganzen Bretter hier verleimen, weil wir definitiv genug Schraubzwingen haben werden, beziehungsweise Rohrschraubzwingen. Gehen wir mal zu Werk. Zum Verleimen werde ich natürlich die Rohrschraubzwingen benutzen, weil die einfach mit am besten sind, um sowas hier verleimen zu können. Ich habe mir die Stapel schon sortiert oder ich habe hier schon auf die Maserung geachtet, sodass ich sie jetzt einfach greifen kann und direkt den Leim auftragen kann. Alles ist fertig verleimt. Der Leim hat jetzt auch Zeit abzubinden. Jetzt können wir das Ganze hobeln. Und der größte Vorteil wird wohl sein, dass wir das Ganze an einem Stück schleifen können, bevor wir es halt eben abgelenkt haben. Also gehen wir jetzt wieder zur Hobelmaschine. Einer der größten Updates bei diesen Schneidebrettern ist auf jeden Fall auch dieser Hordenwagen. Hier kann ich jetzt alle Teile wässern, kann sie hier reinlegen und das können auch weitaus mehr sein. Ihr seht ja, da ist ganz viel Platz für ganz, ganz viel Schneidebrettpotenzial und das macht auch einen großen Unterschied. Man kann einfach viel mehr Material in diesen Trockenwagen lagern. Ich wässere diese Bretter übrigens, damit sich die Fasern hochstellen und damit sie bei euch daheim auch immer noch glatt bleiben, wenn ihr sie mal gewaschen habt. Wobei, stopp, ich verwechsel immer Waschen mit Spülen. Ich meine natürlich, wenn ihr sie gespült habt. Wenn ihr diese Schneidebretter, diese Frühstücksbrettchen regulär zu Hause benutzt und ihr wascht die mal oder ihr spült die mal unterm Wasser und die sind halt eben nicht gewässert vorher, dann passiert es normalerweise, dass gerade bei billigen Brettchen sich die Fasern hochstellen und das Brettchen rau wird. Dieses Brettchen hier wird auf jeden Fall glatt bleiben, weil ich halt eben dafür sorge, dass diese Fasern, die sich sonst hochstellen würden, vorher abgeschliffen werden. Das ist so der simple Unterschied und deswegen sind sie auch einfach ein bisschen wertiger. Das Schöne an diesen Längsholzschneidebrettern ist, dass man die auch tatsächlich an einem Tag herstellen kann. Wir klammern jetzt aber natürlich mal das Wässern aus. Das Wässern mache ich meistens abends oder nachmittags, wenn ich weiß, dass eh nicht mehr so viel hier in der Werkstatt passieren wird. Denn das kann dann ganz entspannt über Nacht trocknen. Morgen kann ich sie dann final fertig machen. Dann werden sie natürlich noch geölt. Aber so das Herstellen, das Herstellen des einzelnen Brettes, das passiert tatsächlich an einem Tag. Weil der Leim hat gerade hier auf diesen guten Längsholzverbindungen genügend Zeit, gerade wenn man den ein, zwei Stunden abbinden lässt, um halt eben auszuhärten. Bei den Stirnholzschneidebrettern sieht es hier wieder ein bisschen anders aus. Die lasse ich mittlerweile immer über Nacht trocknen. Das hat so die Erfahrung gezeigt, dass dann halt eben die Leimfuge besser und langfristig besser bleiben wird. Ein paar Tage sind vergangen. Diese Schneidebretter haben wir ja vorher gewässert. Das Wasser ist jetzt wiederum trocken und jetzt können wir sie final fertig bearbeiten. Das bedeutet wieder schleifen und dann auch schon bald ölen. Aber wie gesagt, ich habe ja ein paar Vorrichtungen gebaut, mit denen wir die halt eben gleich besser schleifen können.
Hier am Kantenschleifer angekommen, kommen wir jetzt auch gleich endlich zu dem Punkt, bei dem ich mir sehr viel Zeit jetzt einsparen kann. Und zwar geht es hier vorne um die Vorrichtung, aber die werde ich immer hintereinander komplett durchschleifen. Das bedeutet, als erstes werden jetzt alle Kanten geschliffen und danach wird die Faser angeschliffen. Das zeige ich euch einmal. Das hier ist im Prinzip der vorletzte Schritt für die Frühstücksbrettchen und auch für die anderen Stirnholzschneidebretter, wie zum Beispiel so ein Eichenstirnholzschneidebrett, bevor sie dann halt eben ins Regal kommen. Hier kann jetzt nämlich das Öl trocknen und dann können sie halt eben normal versendet werden. Bei den Frühstücksbrettchen gibt es ja noch die Möglichkeit, diese zu individualisieren. Das bedeutet, da kann man zum Beispiel seinen Namen, vielleicht irgendwelche Glückwünsche dann auf der Webseite direkt einschreiben und die werden dann hier nochmal graviert und dann halt eben auch direkt zu euch gesendet. Wie gesagt, mit dem Frühstücksbrettchen, das sollte mal so ein Recap, sagt man glaube ich im Englischen, ein Update sein, was jetzt derzeit so Stand der Dinge ist, wie sie hergestellt werden, für euch auch mal als Info, dass ihr das wisst und ganz genau. Also Leute, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Video, sage ich tschüss.